lies mir mal vor. Was steht denn da? Guter Mond, du gehst so still. Ja. Soll man das mal als neues Lied machen? Als neues Lied, ja? Du kannst ja ein bisschen mitlesen. Ne? Mach dir mal den ersten Satz vor, ja? Guter Mond, du gehst so still in den Abend. Gleich ein ganz neues Lied, das kannst du gleich mitlernen. Kannst du anfangen, komm näher ran zu mir und zu Lisa. Aber nicht malen sollst du vorne. Ne? Ja, mitsingen. Dann nicht mit diesem Stift. Komm her zu mir, komm zu Lisa ein bisschen näher. Guter Mond, du genießt das auch ein bisschen vor. So still. Guter Mond, du gehst so still, heißt es. Und wir machen das jetzt wieder Satz für Satz, okay? Und wenn jemand von euch den Satz kann, dann tut er wieder ihren Finger in die Höhe oder mich anschubst oder irgend sowas, okay? Ja. Also immer nur der erste Satz. Guter Mond, du gehst so still in den Abendwolken hin. Also immer derselbe Satz, ja. Guter Mond, du gehst so still in den Abendwolken hin. Wer kann schon? Du gehst so still in den Abendwolken hin. Guter Mond, du gehst so still in den Abendwolken hin. Kannst du schon? Sechs dann noch, ne? Bis zehn, ne? Guter Mond, du gehst so still in den Abendwolken. Und immer, wenn du das ein bisschen besser kannst, singst du ein bisschen lauter. Und ich singe ein bisschen leiser. Ja? Also jetzt sind wir bei fünf, ja? Soll ich noch ein bisschen lauter und du leiser? Oder kannst du schon lauter und nicht leiser? Lauter. Ich oder du? Ich. Lauter. Ist leiser. Guter Mond, du gehst so still in den Abendwolken. Guter Mond, du gehst so still in den Abendwolken. Jetzt sind wir bei 8. Bei 8, noch zwei mehr. Guter Mond, du gehst so still in den Abendwolken hin. Guter Mond, du gehst so still in den Abendwolken hin. Jetzt das Kleinste. Guter Mond. Satz machen. Ich will einmal vorsingen. Bist so ruhig und ich fühle, dass ich ruhig bin.
dass ich ohne Ruhe bin. Auf 10 Mal. Wir müssen noch ein. Ach so, jetzt sind wir hier und dann wieder. Ja, ja, und dann kommt, das kommt dann später erst. Wir müssen erstmal das machen. So, ne? Das. Ja, diese drei. Ne? Also erst gesagt, ja, die drei. Erst guter Mond, du gehst so still in den Abendwolken hin. Und dann geht's wieder hier. Bist so ruhig und die fühle, dass ich ohne Ruhe bin. Kapiert? Ja. Was zusammen singen, alle beiden? Oder erstmal zehnmal den zweiten Satz? Nein. Alle beiden zusammen, zehnmal? Kannst du schon den zweiten Satz geben? Ja. Soll ich dann nochmal sagen? Bist so ruhig und ich fühle, dass ich ohne Ruhe bin. Und du kannst ihn ja hier ablesen. Und so in der zweiten Zeile. Ne? Bist so ruhig und ich fühle, dass ich ohne Ruhe bin. Weißt du, beim Liederbuch liest man immer, wenn die Melodie gleich ist, ne? Dann liest man die erste Zeile. Guter Mond, du gehst so still in den Abendwolken hin. Und jetzt geht's mal von vorne los, oben. Bist so ruhig und ich fühle, dass ich ohne Ruhe bin. Ach so. Ja, ist klar, okay, ja. Okay, dann machen wir 10 Mal, ja? Alle beide zusammen, ne? Ja. Also ich mach so eine Gitarre wieder, ja? Linda kann schon ein bisschen mitmachen, wenn du es hat. Erstmal essen, ne, Linda? Hörst du ein bisschen zu, dann lernst du es im Kopf, ja? Guter Mond, du gehst so still in den Abendwolken. Gut, bist so ruhig und ich fühle, dass ich ohne. Ein bisschen üben hören. Ne? Ja. Jetzt ist er hier, wa? Ja. Jetzt ist er hier. Ja, das machen wir später. Wir machen jetzt noch 10 Mal das Zeichen. Achso, wir sind ja erst bei 4. Bei 4. Aber jetzt einmal bei 5. Ja? Guter Mond, du gehst so still.
fühle, dass ich ohne Ruhe bin. Mit dir zusammen. Traurig folgen meine Blicke deiner Stimme heiter. Oh, die hat mir Mariella mitgebracht heute. Geschicke. Mariella hat mir hübsche Blümchen mitgebracht. Ich auch. Das auch, ja. Geschicke, dass ich dir nicht folgen kann. Ich weiß, was Folgen ist. Ja. Bei den Wolken. Ich meine, bei den Wolken. Max hinterherkommen. Ja, genau. So wie bei einer Gitarre. Ich mach zu schnell und du zu langsam. Da komme ich dir nicht hinterher. Da kann ich dir nicht folgen. Ne? Ja. Aber da spielen wir ja schon langsam. Da passt es ja. Ne? Wollen wir den zweiten Teil mal machen? Ja, alles zusammen. Na gut. Ja, genau. Aber kennst du denn schon die Melodie im zweiten Teil? Ja, Linda. Was ist denn da? Nein, ich kann doch aber lesen. Was ist denn das? Oh, du musst dein Taschengeld, das musst du behalten, Schatzi. Ja? Aber schön, dass du mir das gezeigt hast. Vielen Dank. Ne? Aber das musst du gut aufheben. Du brauchst doch mal wieder Geld für Süßigkeiten. Ich habe sogar 2 Euro. Ich habe 5 Euro und 9 Cent. Oh, ich habe mehr. Du bist ja reich. Ich habe 9. Ja. Ich weiß.